Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin Michael, der Barbecue-Bär. Ich habe vom letzten Mal noch eine Menge Pulled Pork über. Dann haben wir vor kurzem das Brisket gemacht. Auch davon hatte ich was über. Damit werden wir heute eine richtig schöne Resteverwertung machen, denn wir machen uns eine leckere Barbecue-Lasagne. Was wir noch alles brauchen, steht hier. Das werden wir uns jetzt anschauen. Dann geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß. Heute benötigen wir, wie eben schon gezeigt, einmal habe ich hier noch ein Stück von dem Brisket, dann haben wir Pulled Pork. Habt ihr kein Brisket und nur Pulled Pork, dann nehmt nur das und umgekehrt. Dann brauchen wir Lasagneplatten, dann habe ich hier schon mal etwas Käse vorgerieben. Paprika brauchen wir, Zwiebel brauchen wir, hier drin ist Creme Fraiche. Hier hinten haben wir noch passierte Tomaten. Dann habe ich hier noch eine Barbecue-Soße, da könnt ihr auch die nehmen, die euch am besten schmeckt. Und hier habe ich einmal eine Bechamel-Soße, die habe ich vorab schon gekocht. Es ist natürlich klar, das Rezept zu dieser Bechamel-Soße findet ihr wie alle anderen Zutaten, die ihr benötigt, unten in der Videobeschreibung. Jetzt werden wir zuerst mal hier unser Brisket nehmen, werden das hier aus dem Vakuum befreien. Machen uns das aufs Brettchen. Das legen wir erstmal hier hin. Dann nehmen wir uns das, schneiden hier solche Scheibchen runter. Und diese Scheibchen, die hacken wir uns einfach nur hier so schön klein. Und das Ganze hacken wir dann nochmal, dass wir so richtig schöne kleine Fleischwürfel haben. Das Brisket ist klein geschnitten, das schaut jetzt so hier aus. Das stellen wir wieder beiseite. Jetzt nehmen wir uns das Pulled Pork. Und genau dasselbe, was wir gerade eben gemacht haben, passiert jetzt mit dem... Wow, das war ein Überraschungsei, doppelt verpackt. Mit dem Pulled Pork. Das holen wir schön hier raus. Und auch das schneiden wir uns einfach nur in schön kleine Stücke. Die Fleischkomponenten haben wir jetzt soweit klein geschnitten. Jetzt werden wir die Paprika nehmen, richtig schön fein würfeln. Die geben wir auch zum Fleisch zu und dasselbe machen wir mit den Zwiebeln. Ihr habt gesehen, auch das ist erledigt. Wir haben jetzt alles hier in der Schüssel drin und jeder kennt Lasagne und ihr wisst, da ist immer so eine Bolognese-Soße drin. Und jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier unser Fleisch in genauso eine Konsistenz kriegen. Dazu habe ich hier die passierten Tomaten, die geben wir schon mal voll dazu. Und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir uns hier die Barbecue-Soße. Da ist klar, nehmt immer die, die euch am besten schmeckt. Da muss auch ein ganz großzügiger Schuss ran. Und wenn wir das so weit drin haben, nehmen wir uns hier so ein Löffelchen und müssen das einfach nur schön vermengen. Könnt natürlich auch mit der Hand drin rumfuhrwerken, aber da ich im Hintergrund noch die Kamera bedienen muss, nehme ich einen Löffel. Und wenn das Ganze jetzt so hier ist, ihr hört das glaube ich auch, das ist schön schlotzig, dann reicht uns das. Muss von allem auch gar nicht so viel sein. Und daneben schmeißen brauchen wir es auch nicht. Dann nehmen wir das Schüsselchen hier, stellen das beiseite. Jetzt werden wir uns unsere Kastenform holen. Die habe ich schon mal hier oben stehen. Dabei handelt es sich um die DOSQ3 von Barbecue Toro. Den Link dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Die werden wir jetzt nehmen. Wir werden zuerst was hier von unserer Fleischmasse reingeben. Nee, stopp. Wir müssen sie erst ein wenig fetten. So, und das habe ich natürlich auch wieder drin, das Öl. Komm gleich wieder. Dazu habe ich jetzt hier ganz normales Öl geholt.
Dann machen wir so ein Tröpfchen hier rein. Dann nehmen wir uns das Pinselchen hier und verteilen das schön, dass an den Seiten und der Boden oder die Seiten und der Boden richtig schön mit Öl benetzt ist. So, dann haben wir das jetzt erledigt. Dann nehmen wir uns zuerst was von unserer Masse, geben die unten rein, drücken die schön flach an. Das muss auch gar nicht so dick sein. Und ich hoffe, man kann das einigermaßen sehen, dass das gar nicht so dick sein muss. Ja, und ich weiß, mit einem Metalllöffel fuhrwerkt man hier auch nicht drin rum. Aber ich gebe mir Mühe, nicht rumzukratzen. So, ist die erste Lage drin. Kommen da jetzt solche Lasagneplatten drauf. Da müsst ihr gucken. Ich mache die mal hier doppelt. Und dann werde ich mal versuchen, sie zu brechen. Das hat funktioniert. Das Ganze machen wir nochmal. Das hat nicht funktioniert. Aber das Stückchen können wir trotzdem hier beipotten. So, und wenn wir das jetzt haben, kommt unsere Bechamelsoße ins Spiel. Davon nehmen wir uns hier so ein Löffelchen oder zwei. Verteilen auch die auf den Lasagneplatten. So. Da der Pinsel einmal hier liegt, nehmen wir den auch zum Verteilen. Darauf kommt jetzt wieder unsere Fleischmasse. Darauf kommt dann der erste Schwung Käse. Muss gar nicht so viel sein, nur so einen leichten Hauch. So wie das jetzt hier ist, reicht uns das aus. Dann kommen wieder Lasagneplatten. Und wichtig ist, drückt euch das hier so ein bisschen an, dass wir das schön verdichtet kriegen. Ja, und so geht das jetzt im Grunde genommen als weiter. Hier kommt jetzt wieder Bechamelsoße drauf, dann kommt wieder Fleisch, Käse und das machen wir, bis wir oben ankommen. Das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns wieder. Mittlerweile haben wir alles in die Schale reingeschichtet. Abschließend oben müsst ihr immer mit Fleisch. Ich habe jetzt hier noch so ein paar verunglückte Lasagneplattenstücke liegen. Die werde ich jetzt mit hier beipacken. Meine Güte. Damit wir sie nicht wegschmeißen müssen, weil dafür wäre es zu schade. Habt ihr jetzt keine Brösel an Lasagneplatten, käme jetzt bei euch dann wieder ein Schuss von der Bechamelsoße. Da brauchen wir aber nicht viel nehmen. Ich mache mal so anderthalb Kelchen, das reicht. Und auch die verteilen wir wieder so ein bisschen. So, und ihr seht, das reicht vollkommen aus. Darauf kommt dann jetzt die Creme Fraiche. Auch die klecksen wir uns überall so ein bisschen hin. Und werden uns sie dann schön da drauf verteilen. So, hier noch was hin. Wer Bock hat, kann sich natürlich auch in die Creme Fraiche noch so ein bisschen Barbecue-Soße reinmischen. Aber ich bin der Meinung, wir haben genug am Fleisch, sonst wird das zu viel. Das sollte auch genügen, obwohl ich habe hier nur noch einen Esslöffel. Auch den lassen wir nicht verkommen. Auch den machen wir noch dazu. So, und dann kennt das wie bei jeder Lasagne, kommt noch mal oben abschließend eine richtige Ladung Käse drauf. Da braucht ihr auch nicht sparen. Dann hätten wir das. Jetzt muss nur noch der Deckel drauf.
Somit ist unsere Form hier fertig für einen Grill bzw. Dutch Oventisch. Den werde ich jetzt gleich freiräumen, werde noch ein paar Kohlen durchglühen. Macht ihr das auf dem Grill, dann macht ihr euch also eine indirekte Zone, links-rechts Brenner an oder Kohlekorb links-rechts, was ihr da für einen Grill habt, weiß ich ja nicht. Und dann regelt ihr den ein auf 160 bis 170 Grad. Wie viel Kohlen ihr gleich braucht, das gucken wir uns gleich an, wenn ich das hier auf dem Dutch Oventisch soweit fertig mache. Und die Dauer sage ich euch dann auch. Bis gleich. Mittlerweile sind unsere Kohlen durchgeglüht. Wir können anfangen. Dazu werden wir uns hier aus dem Anzündkamin immer mal welche rausnehmen. Dann werde ich mir mal hier eine hinlegen. Wichtig ist, unsere Backform, die hat keine Füße. Deswegen auch wieder hier diesen Pfannenknecht unten drunter. Dann packen wir uns jetzt noch eine hier außen hin. Dann werden wir uns unsere Form nehmen. Werden die mal schön drüber packen, dann die Kohlen so positionieren, dass sie auch unten runter sind, weil wie gesagt, ich versuche es jetzt unten erstmal nur mit 4 und jetzt werden wir oben dann noch mal 1 und hier außen noch mal welche hin. Also ich habe jetzt unten 4, oben 6. Damit probieren wir das erstmal und gucken, wie sich das entwickelt. Ich habe jetzt hier noch welche auf Reserve und wenn wir dann merken, es ist zu wenig, können wir die noch dabei packen. Aber ich denke mal so hier, wie das jetzt ist, wird das ausreichen. Und dann müssen wir dem Ganzen, glaube ich, eine Dreiviertelstunde geben und dann müssten wir eigentlich ein super Ergebnis haben. Mittlerweile ist eine halbe Stunde rum. Wir werden jetzt einmal reinschauen. Ja, ihr seht, der Käse ist geschmolzen. Hier fängt er an, Farbe zu kriegen. Blubbern tut es auch. Jetzt werden wir das wieder zumachen. Dann legen wir uns die wieder so hier hin. Dann hatte ich ja noch die 2 in Reserve. Die packen wir jetzt noch zusätzlich oben drauf. Geben dem Ganzen nochmal 20 Minuten. Oh, und dann sollte unsere Lasagne auch fertig sein. Mittlerweile haben wir es gesamt eine Stunde rum. Die Kohlen gehen auch langsam zur Neige. Ich hoffe, das wird jetzt was hier. So, noch einmal reingucken schnell. Oh, und ihr seht, farblich geil. Ich werde jetzt nochmal die Kohlen alle hier rüberlegen, dass die Farbe da auch nochmal ein bisschen geiler wird. Ja, und dann sehen wir uns gleich, wenn ich alles sauber gemacht habe, beim Probieren wieder. Mittlerweile ist unsere Barbecue-Lasagne fertig. Ich habe es jetzt hier stehen. Machen wir den Deckel mal ab. Und dann werden wir uns versuchen, unfallfrei was auf den Teller zu bringen. Mittlerweile habe ich es aus der Form rausgekriegt. Sieht zwar jetzt nicht mehr ganz so schön aus, aber naja, es muss eh in den Magen. Ich werde jetzt probieren. Hm. Boah. Das machen wir gleich nochmal. Also das ist geschmacklich einfach nur der Oberhammer. Also ich habe schon viel Lasagnen gegessen, auch die Gyros-Lasagne, die ich gemacht habe, aber das hier, das toppt alles. Also der Geschmack, die Kombo Pulled Pork und Brisket, das ist schon allein der Knaller, weil dadurch kommt dieses würzige, rauchige. Dann die Barbecue-Soße, die wir genommen haben, die hatte auch so eine leichte Süße, die kommt jetzt super durch. Das ganze andere mit dem Käse und der Bechamelsoße, also es ist einfach nur mega mäßig geil. Wer so eine Lasagne nicht kennt, macht das nach, probiert das aus, ihr werdet es nicht bereuen. Wieder ein Grund mehr, Pulled Pork zu machen beziehungsweise oder Brisket. Wenn man was über hat, das so zu verwerten, ach, göttlich. Damit wären wir auch schon wieder am Ende vom Video.
angekommen. Ich hoffe, dieses kleine Leftover-Rezept mit Brisket und Pulled Pork hat euch gefallen. Wer jetzt, ich wiederhole es nochmal, kein Brisket zu Hause hat, beziehungsweise kein Pulled Pork oder nur das eine und nicht das andere, der kann jeweils auch nur das eine nehmen, also entweder Pulled Pork oder Brisket, aber so zusammen ist das schon mega mäßig geil. Ja, dann hat euch das Video gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, dann über einen freundlichen Kommentar. Seid ihr noch keine Abonnenten von meinem Kanal, könnt ihr das jetzt gerne hier oben irgendwo nachholen. Aktiviert auch die Glocke, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Video, gehabt euch wohl, euer Michael, macht's gut, ciao.